Hi everyone! Heute ist Samstag und ich werde heute zwei andere Au-pairs treffen und wir werden Kürbisse schnitzen. Das wird das erste Mal für mich. Also mal schauen, wie ich mich anstelle. Aber ich bin sehr gespannt auf den Tag heute. Dann wollen wir noch, was weiß ich, einen Film gucken, zusammen Abendessen. Und ja, ich dachte mir, es wird ein cooler Oktober-Vlog, was auch immer. Deswegen nehme ich euch mit und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich hole jetzt Roxanne ab und dann fahren wir zu Daniela. Okay, wir sind jetzt bei Tesco und holen unsere Kürbisse. Ready to go. Come on! Yay, wir haben unsere Kürbisse und jetzt fahren wir zurück zu Danielas Haus und dann geht's daran, die zu schnitzen. Ich bin gespannt. Okay. Okay. Are you ready? No. Are you ready? No. Let's go! So, we open. Be careful. Okay, so. You go. You go, girl! Ganz schlau von mir, dass ich meine Ringe und mein Pandora-Armband abgenommen habe, weil es war eine ziemlich eklige Sache, aber es aber ich hab's, er ist ausgehöhlt und so sieht es
beiden sind noch fleißig dabei. Ja. Ja, aber ich weiß noch nicht, was ich reinschnitzen soll. Ich weiß nicht, ob was Lustiges oder was. Was heißt scary auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, mal schauen. How you do it. So, die Kürbisse sind fertig und wir waren eben draußen im Regen und haben Fotos gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob sie was geworden sind, aber werden wir sehen. Auf jeden Fall, unsere Kürbisse sind richtig, richtig cool geworden. Ja, also fürs erste Mal voller Erfolg. Do you like your pumpkin? Yes, I love my pumpkin.
Hi, ich melde mich jetzt auch nochmal. Wie ihr sehen könnt, bin ich zu Hause und ich hatte einen sehr, sehr schönen Nachmittag mit Roxanne und Daniela. Und ja, ich bin sehr stolz auf meinen neuen Freund. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass mein Kürbis beim ersten Mal gleich so gut wird, dass der gleich so ein Erfolg wird. Aber ja, ich bin gespannt, wie lange er hält. Und ja, ich werde das auf jeden Fall jetzt jedes Jahr machen. Ich weiß gar nicht, warum ich das die letzten Jahre nicht gemacht habe. Gerade in Amerika, weil da wird das ja auch immer so groß gefeiert mit Pumpkin Patch und Schnitzen. Aber ja, so sieht das aus. So sieht mein Pumpkin aus. Und nächstes Wochenende ist tatsächlich schon Halloween. Halloween fällt ja auf den Samstag und wir machen eine Halloween Party. Natürlich bleiben wir unter 6 Personen, weil das die Regelung von der britischen Regierung ist, dass man nicht mehr als 6 Leute sein darf. Und daran halten wir uns auch. Ja, mal schauen. Ich schätze mal, dazu wird es auch einen Vlog geben, weil ich liebe Herbst und alles, was damit zu tun hat. Und ich halte das gerne in einem Video fest, damit ihr auch sehen könnt, was ich hier so mache in England. Yay! Okay, wir sagen jetzt bye. Ich werde mir jetzt noch ganz entspannt einen Film anmachen und den Abend ausklingen lassen. Ich werde das Licht ausmachen, damit mein Kumpel mir Gesellschaft leistet. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video.